Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, herzlich willkommen zu Sword Online Lost Song Folge 61. Wir gehen zurück in den Dungeon. Halt, gehen wir nicht. Lalalala. Will noch ein bisschen was machen. Besser gesagt, muss gemacht werden. Okay. Kirito, hast du was Neues? Nö. Wir machen mal mit Wayne. Das Bewusstsein kriegt sie mit. Kirito, hast du ein paar Skills, die ich noch empfehlen könnte? Doppelklinge. Nö. Feuerschlag 2. Frostlanze. Raumverzehrer. Sind kurz vor die Angriffe des Zieles. Nö. Kampf. Gegenstände, Dunkelschaden erhöht, Statuspunkte verbessert, Wasserschaden erhöht, Winter, Dunkel, Bosskiller erhöht den Schaden der Bossmonster zugefügt wird, Vogelscheuche senkt die Menge an Hass, die du erzeugst, kritische Strafe erhöht. Oh, warte. Treffer, also das ist das passiv. Okay, gut. Jetzt will ich mal gucken. Wird verbessert, na mach. So. Dass ich immer noch nicht das Excalibur erhöhen kann, das wundert mich. So, genug geschwafelt. Weiter geht's. So. Alter, da oben fliegt was mir gar nicht gefällt. Es gibt ja immer noch diese besonderen Drachen. Vielleicht gleich mal als Spezial oder so mal gegen die kämpfen, wenn ich mal ein bisschen hochgebaut bin, wenn ich das Spiel vorbei habe. Generell will ich auch jetzt mal auch viel was anderes Let's Playen. Zwischendurch werden wieder Anime-Games kommen, weil es kommen jetzt hier nichts weitere Gute. Vielleicht auch das Sword Online. Ich muss gucken. Aber alles mit der Zeit. Ich let's play und zocke das, was mir Spaß macht. Und ja, so halte ich das. So, weiter geht's. Untersuchen. Summer hat ihn ja geöffnet. Wir sind also weit gekommen. Wir werden jetzt nicht verlieren. So, das ist der Teleporter.
Die wollen mich doch hier dissen. Das ist hart gedisst von euch. Alter, Sense, war froh, dass ich von deinen Frauen Ruhe hatte. Warum schickst du wieder schon die wieder zu mir? So. Gehen wir erstmal den Weg lang. Jawohl. Okay. Muss immer wieder auf die Karte gucken. Und tschüss. Okay. Dann müsste ich hier durch. Halt. Och, ich liebe diese Karte. Wisst ihr das? Nein, da, da, ja. Mal gucken, was da versteckt ist. Schnauze und weg. Jetzt bin ich da. Das sind Ruhe. Ausdauerkristall. Alles klar. Alle ab. Nehme ich. Puh, sollen wir eine Pause machen? Die wirklich harten Gegner kommen wie erwartet schadenweise. Das ist wirklich ziemlich anstrengend. Ja, die übliche Strategie zieht nicht mehr, wenn man so weiterkommt, ist. Stimmt, aber irgendwas stimmt nicht. Was mal das denn? Es gab doch einen Ort, an dem Mitgliedern von Shaok und Seven Club, Fan Club Tod oder Stern rumlangen, richtig? Meiner Ansicht nach muss der Gegner, der so weit blasfähig ist, sich sehr von allen anderen unterscheiden. Ja, und denen sind wir DVD noch nicht begegnet. Was bedeutet, dass er noch irgendwo vor uns wartet? Mann, jetzt krieg ich richtig Angst. Hahaha. Oh, und übrigens, Rain, ich denke, es wird Zeit, dass du uns deine Geschichte erzählst. Du bist Dr. Rainbows Schwester. Willst du uns deinen richtigen Namen verraten? Hä? Kirito, was redest du da? Rain ist Sevens Schwester? Kirito, nein, so ist das nicht. Seven und ich sind Schwestern, aber wir sind sehr verschieden. Sie ist sehr beliebt, schön, Mädchen und ich bin nur... Ich weiß, dass man im Spiel nicht über die reale Welt reden soll, aber ich habe nachgeforscht. Ich sollte die Administrator nicht anschreiben, aber ich musste wegen Sevens Plänen mit... Ich meine, Chris vorher reden. Nur ganz sicher zu gehen, habe ich nach dir gefragt. Das wollte ich schon länger wissen. Da... hat er es mir erzählt. Ich kann keine Einzelheiten nennen, aber meine Agentur schickt ihr besonders Informationen über Dr. Rainbows. Als ich nach dem Grund dafür fragte, sagte er, dass nur, dass du Dr. Rainbows Schwester bist und ihr euch informiert habt. Aber das ist alles. Er hat mir nicht mal deinen Namen genannt. Da ihr also wirklich Schwestern seid, bekommst du persönliche Daten von seiner Agentur, richtig? Da wusste ich auch, wohin Schmarok will. Habe ich recht? Aber da ist mehr, was wir nicht über dich wissen wollen. Zum Beispiel, woher du so viel über unseren Hintergrund weißt. Ja, das ist einfach. Du warst ebenso wie wir als Spieler in SAO gefangen, richtig? Wie war was? Wie was? Sie hat SAO gespielt und in der Welt Akri sind wir ziemlich grün. Es gibt auch eine recht einfache Erklärung dafür, wie Wayne das Spielen in der virtuellen Realität geschafft hat. Du wolltest Mitglied bei Shaok werden, um an deine junge Schwester Seven ranzukommen, nicht wahr? Aber was hattest du vor, wenn du erst einmal in der Nähe bist? Das heißt, du hast alles rausgefunden. Ahahaha.
Weißt schon, Sophie, da muss ich jetzt auch nicht mehr dumme spielen. Was? Du musst ja nicht gleich alles erzählen. Aber erklär uns doch wenigstens. Wir sind doch Freunde. Wir sind doch deine Freunde. Mann, schon wieder zu viel Labertext. Ja, okay. Es wird Zeit, was? Mein Name ist Nikia Karachi. Ich gehe in der Stadt zur Highschool und bin, wie Kirito gesagt hat, wirklich Dr. Wimbos ältere Schwester. Aber das weiß sie noch nicht. Sie weiß nicht mal, dass sie eine Schwester hat. Als ich noch jünger und Rainbow noch ganz klein war, haben uns Eltern scheiden lassen und wir wurden getrennt. Ich hatte seitdem nicht mehr gesehen in der realen Welt, meinte ich. Zwar habe ich sie hier in AOL getroffen, AOL, ALO. Ah, soweit ich weiß, lebt Seven in Amerika. Ja, aber früher lebten wir in Russland. Unser Vater ist Russe. Russki. Meine Mutter bekam das Sorgerecht für mich und wir zogen zurück nach Japan, wo sie herkommt. Ich kehre so gesagt heim. Ich suchte mir einen Nebenjob und ging zur Schule. Auch wenn ich als Job bezeichnet, ist eigentlich nur eher ein Hobby. Ich wurde Kellnerin in Akibira, bediente Kunden, sang dabei. Was? Wir haben dieses Lied in Akibira gehört. Das stimmt. Dann hat Wayne also auf der Straße gesungen. Ja, ihr beide habt meine Show gesehen. Ich habe so ein vertrauende Wärme gespürt und wusste sofort, dass ihr es seid. Wir haben dich nicht erkannt. Warum hast du all das verschwiegen, um in Seven ranzukommen? Das würde ich wirklich gerne wissen. Ich bin mir selbst nicht sicher. Vielleicht war ich ein bisschen eifersüchtig. Ja, das wird es sein. Eifersüchtig? Ich mag Spiele, Cosplay und Idole. All diese Sachen, darauf stehe ich wirklich. Aber ich wollte vor allem singen, dass mein Song großer Hits werden, damit meine Mutter ein besseres Leben hat. Wir hatten deshalb dieselbe Herkunft, aber sie hatte Erfolg als Sängerin und Wissenschaftlerin, gleich in zwei Bereichen. Da wollte ich zuerst nur sehen, wie sie als Idol rüberkommt. Dann dachte ich, wenn ich ihre Fehler und Fehlschläge ans Licht bringe, könnte ich vielleicht einen Skandal bewirken. Schließlich war ihr Genie der Grund für die Scheidung und Zelda. Das musst du mir erklären. Ja, ich werde dir alles erzählen. Sie ist schon ein Genie, solange ich denken kann. Mein Vater hat ihr Co. gekannt, bekam nach Colleges, die sie zu suchen, um ihr Talent zu fördern. Meine Mutter wollte Rainbow jedoch wie ein normales Kind behandeln und sie Kind sein lassen. Da haben sie angefangen, sie zu streiten. Schließlich ließen sie sich scheiden. Na, man sollte Kinder so lassen, wie sie sind. Fertig. Mein Vater sorgte dafür, dass er das Sorgerecht für Rainbow bekam und meine Mutter musste mir nach Japan ziehen. Wieso denn das? Es ist einfach, wie wir es hier kurz gesagt, wurde ich wieder in die Welt der VRMMOs reingezogen. Danach musste ich mich Shamok anschließen, um ihre Nähe zu sein. Der Rest ist Geschichte. Ich habe versucht, trotz meiner Schwäche bei Shamok aufgenommen zu werden und bin sehr schnell aufgeflogen. Sie fing an, mich Wayne die Lügnerin zu nennen. Hehehe, Wayne, du bist. Ich habe den wahren Grund noch nicht genannt, aber über Verwandte und Familienangelegenheit kann ich nicht sprechen. Das ist alles. Warum bist du dann hinter uns hergelaufen? Ich hielt Kiritaro für wenigstens so mächtig, wenn nicht sogar mächtiger als Shamrock. Da konnte es nur einen Spieler geben, der in der Lage ist, Shamrock zu besiegen. Kiritaro, der Held von SAO. Also habe ich euch geholfen und euch dann benutzt, um an sie ranzukommen. Das war mein Plan. Warum hast du uns nicht vertraut? Warum hast du immer so geknickt gewirkt, als du uns gefolgt bist? Weil ich mich wirklich schuldig gefühlt habe. Ich habe euch benutzt und etwa nicht. Das ist erbärmlich. Es ist Kirito. Ich finde, sie hat genug gesagt. Mich hat sie überzeugt. Mich auch. Entschuldige, dass ich dich gezwungen habe, über all das zu reden. Ich habe einen Bruder und verstehe das. Mein Bruder ist auch so. Er muss sich nie anstrengen. Ist in allem trotzdem unglaublich gut. In allem. Er ist immer besser als ich, auch wenn ich mich anstrenge. Das macht mich wahnsinnig. Am liebsten würde ich ihn umarmen. Danke, dass du uns erzählt hast, Wayne. Du bist jetzt unsere Freundin und das Firma.
Ja, okay. Wenn dir was auf der Seele liegt, sprich einfach direkt darüber. Ich möchte, dass du alles sagst und keine Scheu hast. Wir werden alles tun, um dir zu helfen. Kirito und Wayne, was möchtest du jetzt machen? Ich möchte Seven allein beenden und als eine der besten des Spiels eingehen, zusammen mit euch. Das möchte ich mit. Dann möchte ich mich Rainbow angemessen vorstellen. Sie soll wissen, dass wir Schwestern sind. Meine Fresse, ich will nicht mehr so viel lesen. Nee. Gute Idee. Einverstanden. In Ordnung. Genau, so machen wir es. Okay. Danke. Danke. Meine Stimme bedankt sich bei euch. Ihr seid Arschlöcher. Wisst ihr das? Kannst du vergessen. Sensei, wir reden echt nochmal darüber, dass du mit ständig deine Frauen schickst. Oh. Nee, ne? Och, geh doch nach Hause. Ja. Ach, leck mich doch. Ich geh nach Hause. Lasst mich in Ruhe. Schlag euch die Köpfe ab. Jawohl. Tag. Fuck. Ja. Danke. Alter, ihr geht mal auf den Pisser. Genauso wie du. Jetzt reißt mir langsam mit dir. Meine Fresse, Rouge. Sehr schön. Wir haben den gleich. Muss nur warten. Darauf habe ich gewartet. Fuck. Falsche Skill. Der richtige. Mona,
Alter. Och man, Mädel, nervt nicht. Haut ab. Ich hab eh jetzt schon eine Hasskappe auf euch. Wenn ich eine Hasskappe auf euch hab, ist das gar nicht gut. Ihr stinkt. So. Zack, zack. Ja. Hau ab, hau ab. Ich will dich nicht mehr sehen. 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 Oh, ihr bringt immer Besuch an, ihr Mädels. So. Und tschüss. So. Mal gucken. Ja, hier unten müssten wir auch mal kurz gucken, ob wir über was ersehen haben. Also nächste Folge wird, so. Also, nein. Da. Genau da wollte ich jetzt hin. Guter Angriff, Ray. Truhe. Oh, Sense, ich hasse deine Sensenfrauen, weißt du das? So, dann gehen wir wieder mal zurück. Haltet euch nicht so lange mit den Viechern auf. So, jetzt miss. Ja. Oh. Haut ab. Haut ab. Ja. So, meine lieben Leute. Ich werde jetzt die 61. Folge beenden. Dementsprechend sage ich wie immer, Zocko, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard, auf der linken Seite, wo Erik sitzt, mein letztes Video zu dem Projekt, und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn du Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da, ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut!